Ja, das ist bei mir wie bei Final Fantasy, weißt du, wenn spontan dieser ganz seltene Kaktus spawnt, den man kaum besiegen kann. Ja, genau. Das ist so bei mir. Apropos Final Fantasy, ich habe mir ja Teil 12 geholt, ne? Zodiac. Was ich ja, was ich ja vor Jahrzehnten an einem Wellentag wieder zurückgegeben hatte. Ja, 6 Stunden. Ja. Und wie soll ich sagen, das Final Fantasy 12 ist ja jetzt, also nachdem ich, sag ich mal, vielleicht gereift bin oder je nachdem, weil das Genre sich mittlerweile so entwickelt hat, finde ich es ja gut, ne? Naja, du hast bis jetzt einfach Enix infiziert. Das war das erste Spiel mit Enix und das hat dir nicht gefallen. Und jetzt ist eigentlich alles Enix und darum gefällt es dir jetzt wahrscheinlich. So ist es. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt in der heutigen Zeit kann ich es mir sozusagen antun. Da habe ich mir geholt, habe gedacht, okay, komm, spielst du das Spiel jetzt mal. Und das Geile ist, was ich sagen muss, die haben die original japanische Version genommen. Heißt, in der deutschen Version hattest du keine Jobklassen. Nee, das ist neu. Jobklassen. Ja, das ist aber neu. Die haben das ganze System überarbeitet, haben sie gesagt. Ja, am Arsch haben sie es überarbeitet. Die japanische Version, die Urfassung, die war standardmäßig damit. Ja, dann kannst du mal sehen, dann war die US-Version und die deutsche Version geschnitten ein auf den. Genau, so ist es. Das war es auch so. Die haben nämlich gesagt, ja, okay, wir machen jetzt das original japanische, ne, mit dem Jobsystem. Die wollten es nicht rausbringen hier. Also deswegen hatten wir eine gekürzte Fassung eben. Ach, meinst du, dass es denn ein auf den... Was macht dein Charakter? Du gehst immer vor, zurück und machst dann so einen Bunny-Hop. Als wenn du so ein Shuffles-Freestyle, das sieht aus, als wenn du mit dem Fuß deine Hand am Fuß packst und dann so mit dem anderen Fuß durch deinen anderen Fuß durchspringst. Kennst du diesen Jump von Jumping-Style oder Shuffle oder so? Das so, das machst du die ganze Zeit, wenn du so langsam gehst. Du hüpfst aber immer dann flupp. Eher spielen, okay. Ne? Leute, ich weiß, wir quatschen jetzt schon die ganze Zeit und haben immer noch keine Anmoderation gemacht, aber ich möchte einfach mal sehen, dass wir hier das nicht skripten, ne? Dass hier Sachen passieren, genau. Dass mitten beim Gespräch So, Jungs und Mädels, dann begrüßen wir euch wieder ganz herzlich zu einer niegelnagelnden Aufnahmesession, diesmal zur Mittagszeit. Yeah! Es geht wieder los, Alter. Der Ball hat wieder vor Freude wieder in die Luft. Komischerweise, kein Adler. Wenn wir mit dem Hubschrauber fliegen, wir killen hier einen Geier nach dem anderen. Wenn er in die Luft ballert, nichts. Wahrscheinlich. Und tot. Ja, wahrscheinlich denken die Geier, so ein Hubschrauber ist hier Anführer Tyrodactylus. Der zweite und wollen deswegen immer zu uns, aber keine Ahnung, ey. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Ja, ich würde sagen, wir machen. Wir haben euren Helikopter. Boah, guck mal, wo er schon wieder gespawnt ist, der Hubschrauber. Ehrlich? Oh, der hat sogar Hubschrauber begleitet. Ist er schon wieder auf dem Berg? Nee. Warum? Oh, ich glaube, hier kann man hoch. Ja, Mann, ich hab einen guten. Also hier hinten kannst du direkt hoch. Du machst also 300 nach. Du hast so einen geheimen Ziegenpfad gefunden. Genau so ist es. Ohne Ziegen. Deine osmanische Vorfahren-Urkräfte mit der AK in die Luft schießen-Style hat dir den Weg geführt, oder was? Genau. So. Boah, das Husten, Alter. Da wird ja viel geschnitten. Ehrlich, man, der Geschmack, dass das übelst nach rostigem Eisen schmeckt, der Husten, das gefällt mir ganz und gar nicht, Alter. Ja, so, ich bin drauf. Ja, also Final Fantasy, ja, interessant. Ich werde es mir trotzdem nicht holen. Was aber interessant ist, dass es schon wieder diese ganze Scheiße drumherum gibt, wie bei Final Fantasy 13. Es ist ja jetzt als Download auch so ein anderer Zone of the Zodiac mit rausgekommen für 17 Euro, 20 Euro. Habe ich gesehen? Wir müssen nach rechts. Also Zodiac ist ja Dings. Final Fantasy 12, The Zodiac Age, so heißt er ja. Ja, und dann gibt es ein Final Fantasy, Son of the Zodiacs. Das ist mit am selben Tag rausgekommen. Nein, das kostet 20 Euro, ist auf dem PlayStation Store. War genau daneben. 20 Euro kostet es. Okay. Ist so ein 3, ist 3D. Sieht auch nach PlayStation 2, PlayStation 3 Grafik aus. Okay. Ich würde ja EMP nehmen, aber ich habe so eine Ahnung, dass das wieder nicht klappen wird. Du weißt, dass du keine... Alles klar. Ich wollte gerade sagen, du weißt, dass du keine Gatlinge hast. Etwas langsamer? Ja. Nee, keine Chance, Alter. Setz mich mal vor der Straße unten am Dorf ab. Genau bei der Kreuzung. Oh, warte.
Was machst du denn da? Du hast mich bei der Kreuzung absetzen. Ich wollte auf den Typen landen. Ja, genau, das ist die MacGyver-It oder was, Alter. Du, ich habe auch irgendwo einen Erfolg gelesen, habe ich so kaputt gemacht. MacGyver-It. Da hab ich richtig gelacht. Bei irgendeinem Spiel gibt's das. MacGyver-It, mache 5-6 Sachen und der biegt ab. Echt jetzt? Verfickte Scheiße. Hip rein. Wo bist du? Naja, wir spielen hier auf Tier. Ich vergesse das dann. Hip rein. So. Alter. Anziehen? Schnell. Ich probier's, ich bin dran, voll hier, er liegt. Jo, wunderbar, komm hoch, hier rein. Ja, ich erstmal. Nein! Aber ich hab 5200! Ihr Nutten. Ich wollte dich retten. Ja, ist kein Problem, ich muss mich auch erstmal übelst an diesen Tierschwierigkeitsgrad erstmal gewöhnen, ja. Ich hab gestern noch nach der Aufnahmepause nochmal. Bevor ich ausgemacht habe, nochmal hier und da noch ein paar Upgrades gekauft. Dass ich die endlich mal alles einbaue, weil ich bin auf Stufe 48 jetzt, da habe ich nämlich ja für jeden 1000 Sachen freigeschaltet. Das ist wirklich für jeden 1000. Das ist gar nicht schlecht. Das Geile ist, wenn ich dann den nächsten Level habe, kriege ich 2000 für jeden einzelnen Ressourcenpunkt. Okay, das finde ich cool. Weißt du, was geil wäre? Feuer in dem Spiel. Ich habe ja eine Zigarre, wenn du die so wegschnippen kannst, hier voll in den Weizen fällt. Dass das alles anfängt zu brennen, ne? Das wäre schon geil. Ja, so wie bei, was war das? Far Cry 2? Weißt du noch, wie geil das war? Genau, genau. Hast einen Molotow-Cocktail in die Steppe gewesen, auf einmal hat die halbe Steppe gebrannt und du konntest Leute richtig flankieren und mit Feuer einschließen und so. Das war mega geile Taktik. Ich glaube, bei Teil 3 ging das sogar auch noch. Ich mach das, ich fliege. Ich glaube, bei Teil 4 ging es nämlich nur nicht mehr. Wegen dem Schnee. Ja. Alter, guck mal, das sehe ich ja jetzt. Hast du gesehen, wie der Wind von den Rotorblättern richtig die Dinger platt gedrückt hat? Sah ja gerade cool aus. Okay, die Animation sah wieder scheiße aus, aber wie es an sich aussah, war gut. Ja. Noch ein Konvoi? Okay. Ja, wenn man jetzt 5000 sammeln kann, ja dann links. Warte, links. Weiter links, viel weiter links. Und dann da vorne zur nächsten. Nee, hat er nicht, hat er nicht. Würdest du schon auf der Minimap sehen. Da vorne, genau auf die Kreuzung. Kannst du mich da hinsetzen? Ja. Achtung, bolivianisches Taxi. Oh, ich bin so glücklich. Nein! Voll aus Sagen, cool, du bist doch weggefahren, dass du mir nicht mit dem Hubschrauber überfährst, Alter. Kommt das bolivianische Taxi. Wahrscheinlich so, ey, der hat mich bolivianisches Taxi genannt, Alter, den überfahre ich die Fotze, Alter. Echt jetzt, ey. Warte mal, hab ich noch EMP? Ich glaube, ich hab noch EMP, ne? Warte. Schnell, das müsste. Nee, das Heilung. Oder so. Okay. Genau. Schnell den Wagen, genau. Ja, ich bin dran. Nee, er war schon zerstört. Nein. Ich habe nur 2,6 bekommen. Ja, ich auch. Fuck. Wir müssen das mit der Drohne machen. Wir machen das mit der Drohne. Wir sind ja jetzt gebildet, in dem Sinne. Ich hatte leider noch die Medizindrohne drin. Machen wir mal die MP. So. Pass auf, was ist jetzt? Ich bin unterm Hubschrauber. Hinter dir, der ballert einer auf mich. Ja. Einer ist gut, ey. Der ballert drei auf mich. Ja, vor allen Dingen, weißt du, guck mal, wie er sich angeschlichen hat mit der Gatling Gun direkt hinter mir, natürlich, Alter. Hier kommt jetzt, ist das jetzt erst die Patrouille vom Konvoi oder was? Wo kommen die denn her? Anscheinend. Alter, was ist denn hier los? Da kommt aber alles. Ja, hä? Warum? Ist schon wieder, na egal. Das ist ja noch, ach, weißt du was, das ist deiner bestimmt. Das ist jetzt deiner oder meiner, der zweite ist jetzt gespawnt, Alter. Wahrscheinlich, ja. Ich werde so sterben. Nein, ja. Wir waren fast fertig. Ja, weißt du, ich habe jetzt volle Stufe oder 3 Punkte in Mitspieler-Reanimation und deswegen mehr Schaden aushalten, während man heilt. Aber leider auf Tier 1 funktioniert das nicht. Das ist, also ich muss sagen, die sollten statt mehr Waffenschaden, hätten sie mal irgendwie mehr weitere Defense-Punkte einbauen sollen, finde ich. Ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja härter dadurch nehmen, wenn du, wie heißt das hier? Im Tierlevel runtergehst. Ja klar. Aber wir sind sowieso die Harten. Vergiss nicht, nur die Harten kommen im Garten. Ah, da. Heli. Juhu. Ja, passt ja. Weißt du, was ich mich frage? Wenn der wegfliegt und ich mit einer EMP das mache,
zerstöre ich denn den Hubschrauber irreparabel oder ist er nur gestunt für eine gewisse Zeit? Dass ich ihn denn trotzdem noch benutzen kann. Weißt du, wie ich das meine? So als Sicherung, wenn er abhauen will, einfach kurz EMP machen und dann... Ja, leck mich, Alter. Wir fliegen trotzdem mit raus. Aber geht bestimmt nicht. An der Tanke links sind auch noch welche. Achtung, Auto, lass dich nicht überfahren. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Der Jeep ist nicht bemannt. Die laufen da nur zu Fuß und da ist aber sowas wie ein Commander oder sowas. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich habe den Piloten noch nicht gefunden. Ziel getroffen. Fuck. Das ist der Pilot hier. Das ist der Pilot, wenn du ihn kannst. Ja, schnell aber auch, ey. Warum kann ich meine Drohne nicht machen? Ich konnte meine Drohne nicht rausholen. Es ging nicht. Stundenlang konnte ich sie nicht rausholen. Und als ich sie rausholen konnte, ist er weggeflogen. Leck mich doch am Sack, Alter. Das, was mich schon wieder angekotzt hat gerade war, der Typ ist in den Heli eingestiegen. Ich habe ihn angeschossen und du hörst dieses Sterbegeräusch, dieses Pup, Pup, Pup und dann weißt du, okay, der ist tot. Ja, dieses Platzen oder was das ist, ja. Genau, so ist es. Aber er ist im Heli immer noch weitergeflogen, also als ob er unzerstörbar wäre. Der Typ. Ja. Olivia, die sind hart im Nehmen, Alter, die sind härter als wir. Drohne fliegt. Echt jetzt, ey. Die waren bei Steven Seagal in der Schule, Alter. Das waren die Klassenkameraden von Steven Seagal 100 Pro, Alter. Markieren Hauptmann. Tango getroffen. So, warte, ich guck nochmal, ob ich den Piloten nochmal finde. Da ist er. So, ich sniper jetzt auch mit. Der hat einen grünen Helm auf. Jo. So einen typischen Vietnam. So, alle markiert. Ja. Von links. Ach, da oben. Woher weißt du, dass wir Amerikaner sind? Hat er nicht gerade Amerikaner irgendwas gesagt? Nein, ich muss nachladen. Ich schaff's nicht. Er hat Gringo gesagt. Achso, Gringo gesagt. Dann war wohl dieses Armee irgendwas, was er da gesagt hat, wahrscheinlich nicht auf Amerikaner bezogen. Alter, wie viel halten die jetzt aus auf einmal? Achtung, die Tanke. Jo. Ist der Hubschrauber Schrott? Nee. Nö, Gott sei Dank nicht. Weil der so ausgebrannt aussah. So, der Bom, den hast du einen Headshot gegeben, das habe ich bisher geklären gehört. Vorsicht! Der ist jetzt weg. Alles hinüber. So. Nee, weil ich meine, ich wusste nicht, ob du jetzt ob das deine Granate war oder ob er die gerade fallen gelassen hat, weil er sie schmeißen wollte. So. Ey, wir haben nur 52 Treib. Fuck! Wir haben nur 52 Treibstoff bekommen? War ein bisschen arm. Boom! Danke, das hat mich gerettet. Ich war gerade richtig fertig. So, wie komme ich denn da rein? Geht wohl nicht, hä? Weil irgendwo ist noch eine Ressource. Ja, ich sehe die auch auf der Karte. Nee, hier ist sie. Ach, hier oben ist sie. Kann ich mal so einen Blackhawk fliegen? Ich glaube, ich bin noch keinen geflogen. Ich will das auch mal sehen. Guck mal, wir haben schon wieder nur 100 bekommen. Das ist doch völliger Napp, Alter. Haben wir nicht mal so 250 für jedes bekommen? Ja. Hier, tatsächlich, Alter. Das ist 1 zu 1 dieselbe Steuerung. Ja. Ja, krass. Ich weiß nicht, ob ich... Wie gesagt, ich kann das immer noch nicht... Also, der macht 200 vorwärts. Warte mal. Er dreht sich ein bisschen langsam. Ja, genau. Aber... Der Lanze muss auch fast 200 rückwärts bestimmen. Ja klar, 216. Ah, süß. Nur leider kann er in der Luft einen U-Turn nicht schnell machen. Ansonsten ist er gut. Tatsächlich hier, 216 auch vorwärts. Das ist total behindert. Ja, ist auch so. Boah, 3 Kilometer? Dann wieder durch hohe Berge, ey, das gefällt mir nicht. Ich sehe da schon wieder, dass irgendwo wieder eine Sam auf uns wartet. Also zumindest ist da ein angelegtes Flugfeld. Da fliegst du gleich rüber. Weißt du, was ich blöd finde? Dass man nicht irgendwie so eine Frühwarnerkennung hat für Sam. Man hat zwar hier, Achtung, du wirst anvisiert von der Sam,
Aber du kannst nicht, sagen wir mal, vorzeitig schon mal irgendwo landen, meinetwegen, und dann, dass jemand zu Fuß hingeht und die Sam ausschaltet oder so. Das ist so ein bisschen blöd, finde ich. Die so eine gravierende Reichweite haben. Die haben ja eine größere Reichweite, als du die Minimap gucken kannst, weißt du? Da, schon wieder! Jetzt geht die Sam auf uns los. Nein, runter, los. Geh runter. Boah, der lässt sich aber auch Zeit hier, ne? Der lässt sich richtig Zeit hier. Ich bin voll drauf auf L2. Ich bin sowas von voll drauf. Also früher konnte man schneller landen. Jetzt muss ja richtig machen. Vor allem, warum hier, Alter? Hier ist nicht mal eine Basis. Hier ist nichts. Warum landen wir jetzt hier? Ganz ehrlich, Alter. Helis stehen und rebellen gegen böse Kartelle. Auch nur 2600. Ich liebe meinen Job. Hm. Na gut, das war eine Mission. Es gibt ja nicht mehr. Oh, hier, warte mal, da ist doch hier eine richtige Oldschool-Maschine. Mal gucken, wie sich die fliegen. Genau, gucken wir mal, wie die fliegen, ey. Kannst du mir ja schon mal eine neue. Oh, Unidad-Hubschrauber. Von Santa Blanca kontrolliert. Wie übernimmt ein Drogenkartell einen ganzen Flugplatz? Wenn sie damit drohen, alle startenden Flugzeuge abzuschießen, nehmen die Leute wohl lieber den Zug. Synchron, Alter, geil! Ja, dann. Also gucken ist immer noch das gleiche, wir steuern uns mit links, okay. Das Geile ist, das Fahrwerk kann ich immer noch nicht einfahren. Oh nein, das klappt nicht mit der Scheißkarte. Nee. Ich wollte so schön eine Drehung machen, aber die stürzt dann ab leider. Die verliert die Dinges. Oh, Alter, guck mal hier, wie der Sturm das Weizenfeld bewegt. Oh ja. Geil, Alter. Ja, das, wie gesagt, im Wassereffekte und so weiter, das ist richtig genial in diesem Spiel. Mega geil. Kannst mir erzählen, was du willst, Alter. Ja. Manchmal, weißt du, so manchmal habe ich so Sehnsucht, dass das in Division ist. Aber da fällt mir ein, du bist ja in der Stadt. Wo hast du denn da ein Weizenfeld? Aber dafür hast du ja extrem coole Schneestürme und irgendwann hast du ja so richtig krasse Schneeverwehungen, dass du nicht mal die Hand vor Augen siehst. Ja, das stimmt. Und wenn ihr dann noch den Survival-Modus spielst, dann ist ja richtig Totalschaden, wenn so ein Sturm startet. Ah, jetzt ist wieder die Sonne. Guck mal. Die Sonne ist hinterm Berg, ne? Aber trotzdem, siehst du hier? Ja, ja. Im Wasser die Reflexion. Ja, das sind diese X-Rays, weißt du? Die Sonnenstrahlen fusionieren mit den Gammastrahlen und den Röntgenstrahlen und bilden dann so eine kurvige Eigenschaft. Das ist ganz eigene Ubisoft-Physik, das muss man wissen. Genau. So eine einsame Basis. Was? Das ist ja. Nee, das ist keine einsame, das ist Sam, Alter. Ja, genau, deswegen ja. Runter, die kommt. Sie ist über den Berg! Sie ist über den Berg geflogen und hat uns dann getroffen! Ohne Scheiß jetzt! Die haben die. Wir wollten das ja testen, die haben die zielsuchenden Raketen geändert. Das Ding ist, als statt direkt hinter uns her. Jetzt sind wir beide gestorben. Oder? Ich hab dich geheilt. Ich lebe immer noch. Achso, ja, ich bin jetzt richtig gestorben. Jetzt steht mir im Kampf gefallen. Vorher habe ich noch gewartet, dass du mich hochhilfst, aber. So. Ja, genau, ich habe. Aber kein Ladebildschirm. So, ich warte, ich bin hier. Das war nur mein Geist, der gestorben ist. Meine Seele ist hier. So. Da ist auch ein Dokument bei dem Fragezeichen. Oh, okay, warte mal. Hier hinten sind ist das ein paar... eine Sam? Nee, da, okay. Ernsthaft, wir hätten das überlebt. Im Unsynchron. In meinem Universum hat er noch gelebt. Und aus. 25 hat das eben nur gebracht. Was für ein Scheiß. Weißt du, langsam kommt mir das so vor, als je mehr wir von diesen random Dingern einsammeln, desto weniger kriegen wir von denen. So als Bestrafung. Ja. Los, Rebellen, steigt aus, macht sie fertig. Warum fahrt ihr weg? Jetzt steigen sie aus. Die haben uns erst so, ey, warte mal, da ist Gringo. Da ist Gringo 1 und Gringo 2. Wir müssen ihnen helfen. Er macht hier wieder seine Selfies. Alter, der eine hat mich gesehen, hat gar nicht reagiert. Okay. Was ist das hier, ein alter Kassettenrekorder? Ja, sieht aus. Ja, ist gute Mucke drauf.
Nein. Nee, nur ein Gespräch über Waffen. Hey, hast du gehört? Ich soll Santa Blanca deutsche Gewehre geben? Ach hier, das ist Kringa, die deutsche. Verfolgt ihr die Serie, Roman? Warum soll ich Waffen verschieben wie das ATF? Dem Kartell Gewehre zu geben. Wir haben unseren Heli abgehauen. Nee, unser Heli ist nicht abgehauen, den hat doch die Sam von Himmel geholt. Ich habe mein Fahrzeug gebeten. Dann bezahlt Santa Blanca die Waffen der Rebellen. Mit dem Plan kann ich mich anfreunden. Im Lager auf seiner Strophe in Griechenland liegen 100 Gewehre. Ich schicke sie nach Alto. Aber wie du sie nach Wissenschaften, ist dein Problem.